Hallo, ich bin Jonas Schramm. Ich arbeite als Fami in der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek, hauptsächlich in der Benutzungsabteilung, auch im Magazin, in der Buchreparatur, arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit mit, bin für den Bibliotheksgarten zuständig, bin außerdem engagiert in der AG GreenFU BIP und in der Social Media AG und ich arbeite im Gesamtpersonalrat seit einigen Monaten mit. Außerdem zu mir persönlich, ich bin 38 Jahre alt, habe einen 2-jährigen Sohn und fahre gern mit dem Fahrrad und beschäftige mich mit Linux. Ich habe gern einen abwechslungsreichen Tag. Ich arbeite total gern mit unseren Nutzerinnen und Nutzern, habe Bücher und Papier sehr gerne, arbeite auch gerne am Computer und wir haben den Vorteil, dass hier auch Arbeit draußen anfällt, sodass ich eben dann auch sehr gerne mal im Garten draußen arbeite. Um unsere Bibliotheken haben wir wunderschöne Außenflächen, einen grünen Campus, wo wir als Bibliotheken verstärkt auch mitgestalten könnten, vielleicht auch naturnah mitgestalten. Als Personalrat würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel unsere Putzkräfte auch faire Arbeitsbedingungen bekommen. Meine Bibliothek der Zukunft ist vielfältig, grün, fair und digital und analog. Wir haben als Bibliothek das Glück, über einen wunderschönen Bibliotheksgarten zu verfügen, der gerade im Sommer eine Oase, eine grüne Oase der Ruhe ist und auch ein ruhiger Arbeitsort. Und das ist mein Lieblingsort. E-Books lassen sich wirklich praktisch mitnehmen. Bücher füllen immer so viel Platz im Rucksack. Lesen im Garten finde ich gut. Am liebsten beides gleichzeitig. Besitzen oder teilen? Also ich würde ja sagen, entweder zuerst besitzen und dann natürlich auch gerne teilen. Oder erst teilen und dann eine Zeit lang besitzen. Sharing is caring. Und Stille oder lebendiger Trubel, das ist mir zu viel Komplexitätsreduktion.